bin Christina Wiesemann. Ich bin bei den Kölner Klinik-Clowns, Clownin im Vorstand und als Mitglied und bin auch freiberuflich als Schauspielerin unterwegs. Also wir sind ausgebildete Clowns, speziell im Rahmen von Kliniken und im Seniorenbereich. Wir spielen in Kinderkrankenhäusern, also hauptsächlich auf Stationen für Kinder, dann aber auch palliativ, das ist auch meistens in Krankenhäusern. Und wir besuchen auch regelmäßig Seniorenheime und da dann auch vorrangig halt ältere Menschen, aber auch teilweise sind es Einrichtungen, wo Menschen sind mit Behinderungen. Also man lässt sich als Clown ausbilden und dann kommt die Weiterbildung Klinik-Clown auch nochmal, damit man weiß, so im, auch im klinischen Kontext, worauf muss ich achten, was kann ich bedienen, was sollte man nicht machen, wie verhält sich ein Clown. Ich bin ja eh Rheinländerin, also ich bin ja hier in der Gegend geboren, deswegen finde ich, was für mich, also Köln ausmacht jetzt speziell, ist das Offene und das Aufeinanderzugehen, das Bunte. Ich finde, in Köln ist es einfach, sich zu verbinden. Ned Cologne ist für mich Köln, also steckt ja auch im Namen drin. Wie bei uns Kölner Klinik-Clowns, Ned Cologne, das ist halt sehr schlau, auch den Stadtnamen da reinzubauen. Wir haben eine Homepage, da informieren wir hauptsächlich den Spender oder die SponsorInnen über unsere Tätigkeit, was macht ein Clown, auch das Aktuelle, wer sind wir, wie viel Spenden haben wir vielleicht auch schon aufgerufen dieses Jahr, letztes Jahr, wie auch immer. Da wir die domain.köln bekommen von Ned Cologne, ist natürlich da schon das Regionale, das verbindet uns natürlich. Also wir sind Kölner Klinik-Clowns und wenn dann noch Köln hinten dran steht, dann ist es halt so ein Augenmerk, ah ja, die kommen wirklich aus Köln. Und das finde ich sehr schön, das macht es irgendwie griffig.